Mein 9. Geburtstag, meine erste Party, so richtig mit Freunden und meiner Schwester, die musste ja dabei sein. Und ihrer Freundin Anna. Anna war die Frau fürs Leben, für mein Leben. Sie war die Schöne, ich war das Biest. Sie war Lara Croft und ich Edward mit den Scherenhänden. Ich habe mir noch ein bisschen Zeit gelassen, bis ich sie zum ersten Mal ins Kino einlud. Sie konnte gar nicht Nein sagen. Sie liebte das Kino. Wir beide liebten das Kino. Die Geschichten, die Lichter, die Farben. Mowgli entscheidet sich erst am Ende des Dschungelbuchs, dem Mädchen aus dem Dorf zu folgen. So lange hätte ich nie gewartet. Aber für ein Happy End war es zu früh. Deshalb beginnt kein Film mit dem Happy End. Es muss ja alles schwierig werden, sonst ist es keine gute Geschichte. Ich war der weiße Hai, sie war Roy Scheider. Dann war ich Bruce Willis, Brad Pitt und James Dean. Und sie war in einem anderen Film. Mag sie Happy Ends noch immer? Oder findet sie auch, dass Filme erst dort beginnen sollten, wo sie aufhören? Cinecity, wie das Leben so spielt.